Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Franzi und ich mache heute Abend in Begleitung mit der lieben Verena eine klassische Bauch-Beine-Po-Stunde mit euch. Ohne Hüpfen und ohne Springen, also das Ganze sehr gelenkschonend. Ihr habt immer die Möglichkeit, euer Tempo und eure Intensität selbst zu bestimmen. Das heißt, wenn ihr zwischendurch das Gefühl habt, ihr braucht eine kurze Pause, dann macht eine Pause. Das Gute ist, ich kann ja auch nicht sehen, was ihr wirklich macht, aber ihr werdet mit Sicherheit das ein oder andere Mal schummeln, aber versucht einfach zwischendurch, auch wenn man das Gefühl hat, oh, es zwiebelt und brennt, einfach Zähne zusammenbeißen und durch. Wir ziehen gemeinsam durch. Also schöne klassische Übungen stehen heute auf dem Plan. Wir starten wie immer mit einem kleinen Warm-up im Stand und danach geht es auch schon los mit unseren ersten Blöcken, die wir zusammenbauen. Wir haben heute ungefähr immer eine Belastungszeit von knappen 45 Sekunden. Dann habt ihr eine Pause von 15 Sekunden und das Ganze wie immer in Summe dreimal. Ich hoffe, ihr seid startklar. Ein Getränk braucht ihr, vielleicht eine Matte, ein Handtuch und natürlich wie immer gute Laune. Haben wir gute Laune? Yeah! Yay. Gut, ich mache die Musik ein bisschen lauter für uns und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und würde sagen, let's go! Auf geht's! So, alles klar. Bisschen schneller. Okay, dann beginnen wir. Wir marschieren locker am Platz. Genau, zieht mal die Arme ganz entspannt mit, Knie ein bisschen höher. Versucht mal schön sanft zu marschieren, über den Fuß abzurollen. Und ihr startet mit einem Teppenwechsel. Locker nach vorne. Tepp. Genau, die Arme schön entspannt mitziehen, den Hüftbeuger leicht aktiv mitnehmen. Das machen wir noch 8-mal mehr. 7-mal. 6 mehr. Und die letzten 4 Mal. Noch 4. Noch 3. 2 Mal noch. Und das Ganze geht zur Seite. Let's go. Tap. Bringt euren Oberkörper mal leicht nach vorn. Jawohl. Tap. Tap. Auch hier bleibt der Rücken richtig schön lang. 8 Stück haben wir noch. Auf geht's. Noch 8. 7 Mal. 6 mehr und die letzten 4 Stück. 4 mehr. Gleich machen wir das Ganze noch einmal zur Mitte nach vorn. Wir reduzieren auf 8. Let's go. Beugt mal die Arme mit. Bisschen Mobilisation. Ellenbogen. Schiebt den Oberkörper leicht nach vorn. 3 mehr. 2 mehr. Wieder zur Seite. Komm. Und die letzten 4 Stück. 4 mal noch. 3 mehr. Gleich geht es weiter mit ein paar Lunges nach hinten im Wechsel. Zieht die Arme vor. Tap, tap. Genau, lasst den Oberkörper leicht nach vorn verlagert. Weiter. Und jetzt ein Single Knee Lift. Jetzt zieht mal die Knie einfach hoch. Sehr gut. Streckt mal die Arme richtig schön lang nach oben. Das sieht gut aus. Und wieder Lunges zurück. Auf geht's. 7 noch. 6 mehr. Und die letzten 4 Mal. Wir haben auch echt schon lange nicht mehr zusammen gemacht. Single Knee Lift. Yes. Kommt. Denkt daran, wir sind immer noch im Warm-up. Hier geht es wirklich nur um die Mobilisation. Puls ein bisschen nach oben. Muskulatur aufwärmen. Achtung, jetzt zieht mal die Knie. Komm, über die Seite. Dreht den Oberkörper leicht ein. 4 mehr. 3 mal mehr. 2 mal. Achtung, eure Ellenbogen ziehen mit. Versucht mal, den Ellenbogen in Richtung Knie zu ziehen. 4 mehr. 3 mal. 2 mehr. Jetzt gehen die Knie nochmal zur Mitte und jetzt kreuzt mal, aktiviert mal den Oberkörper, runder Rücken. Ein bisschen Mobilisation hier
in der Wirbelsäule. Genau. Tap, tap. Und wieder zur Seite. Komm, die letzten. 7 Mal. Wir haben es gleich. 6, 4. Nur noch 5 von mir. Noch 4, 3. Gleich bleiben wir geöffnet stehen. Jetzt öffnet die Füße und ihr verlagert von der einen zur anderen Seite. Genau. Dreht mal die Schultern ganz leicht mit ein. Perfekt. Noch 8, 7 Mal. 6 mehr. Und die letzten 4. 4 noch. Und 3 mal. Ja. 2 mal noch. Nochmal ein Arm. Geht mit. Diagonal, tief und wieder hoch. Eure Halswirbelsäule, die passt ihr der Bewegung an. Jawohl. Bleibt jetzt mal oben und ihr rotiert. Außen, innen. Zieht mal den Daumen schön weit zurück. Der Blick geht mit. 4 mehr. 3, 2. Und jetzt nehmen wir den anderen Arm. 8. Genau. Hier arbeitet euer Schulter- und Ellenbogengelenk. Wunderbar. Bleibt oben. Rotation. Und innen, außen. Zieht mal den Daumen schön zurück. 4 mehr. 3 mehr. 2 mal. Achtung, wir kreisen beide Schultern zurück. Eure Knie lasst ihr locker. Macht die Bewegung etwas größer vor dem Oberkörper. 3 mehr. 2 mal noch. Achtung, ihr geht tief und hoch. Aktiviert die Beine, schön weit runtersetzen und oben streckt ihr euch lang. Yep. Auch hier machen wir noch 8 Stück mehr. Auf geht's, noch 8. Nur noch 6. Ja. 5. Die letzten. 4. Gut, kommt. 3. Gleich bleiben wir tief. Jetzt. Setzt mal eure Hände am Boden ab und streckt und beugt eure Beine hoch und tief. Schiebt hoch und tief. So, dass ihr eine Dehnung spürt in eurer Rückseite des Oberschenkels. Macht noch 8, 7 mal. 6 und 5 noch. Die letzten. 4, 3 mehr. 2. Wir rollen uns gemeinsam nach oben auf. Okay. Sehr gut. Das war's. Mit unserem Warm-up fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir starten mit der ersten Runde, mit unserem ersten Block. Und zwar hatte Verena eben so einen schönen Tipp. Die haben wir lange nicht gemacht, diese Übung. Eine sehr schöne Übung. Ein Dreier-Tab-Lunge zurück in Kombination mit einem Knee-Lift. Wir zeigen euch die Übung. Wir gehen rück, tap, tap, ein Knie. Rück, tap, das ist die Bewegung, okay? Setzt mit ein, tap, macht euch lang. Hier bleibt das Standbein immer schön gebeugt. Zack. Tief, tap, tap, kommt hoch. Rück, tap, tap, kommt hoch. Rück, die Intensität, die könnt ihr bestimmen, indem ihr das Bein etwas mehr beugt. 15 Sekunden noch. Kommt. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Wir sparen uns da die Pause, oder? Wir machen gleich den anderen Fuß. Los geht's. Rück, tap, tap, knee lift. Schaff. Rück, tap, tap, knee lift. Rück, tap, tap, knee. Sehr gut. Tap, tap, hoch. 30 Sekunden noch. Zieht hoch. Tap. Oh, die ist anstrengend. Jawohl. Toll, Tipp, den du da hattest. Nochmal, kommt. Okay, noch 15 Sekunden. 1, 2, 3.
1. Oh Gott, ich habe gesagt, 3 Runden machen wir. Ne? Ja. Komm, letztes Mal. Sind wir da durch. Alles stimmt. Zusammen. Kurze Pause. Sehr gut. So. Übung 1. Fertig. Übung 2. Auch eine schöne Übung. Ein Squat. Rechts und links. Schaut einmal zu. Arme mit. Weit öffnen. Kommt einfach mit rein in die Bewegung, wenn ihr soweit seid. Hopp. Jawohl. Schön den Po nach unten schieben. 30 Sekunden mehr. Bleibt immer schön lang in eurem Rücken. Scheitelpunkt zur Decke gerichtet. Hopp. Weiter. So, und jetzt bleiben wir tief. Halten. Dreht die Handflächen nach unten und kreist eure Arme. Zack, 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 zack. So, Leute, nicht schummeln. Geht mal noch ein Stückchen tiefer. Nur noch 8. 7 mehr. 6. Wenn ihr schummeln wollt, geht ihr einfach ein Stück höher. Nein, das ist kein Schummeln. Macht es so, wie es passt. 3, 2, 1. Relax. Zweite Runde geschafft. So, wir haben ja nachher zum Schluss auch ein schönes Bauchtraining am Start. Und ihr wisst ja, ohne starken Rücken keinen starken Bauch. Deswegen bringt die Arme nach vorn. Und jetzt kleine. Kommt. Schaut mal. Der Rücken ist ganz lang. Genau. Streckt die Arme durch bis in eure Fingerspitzen. Und zieht. Kommt, wir haben die letzten. Noch 8. Versucht mal die Hüfte schön stabil zu lassen. Holt mal die Bewegung wirklich ausschließlich aus eurem Schultergelenk. Jetzt zieht ihr einen Seilzug zu euch ran. 1. Schaut mal, die Hände greifen nach. Zieht lang. Zieht lang. Weiter. Eure Ellenbogen zieht ihr mal richtig schön runter in Richtung Hüfte. Jetzt haben wir noch 8. Ja, noch 6. 5. 4 Stück noch. Viermal. Letzten 3. 3. Und 2. Letzter. Einmal aufrollen. Gut. Das war Runde 1. Bewegt euch. Weiter geht's. Mit Runde 2. Zack, zack. Knee lift. Ready. Let's go. 1, 2, 3, nie. Tap, 2, 3, genau, der Fuß geht nach hinten, etwas weiter, aufrichten. Hinten, tap, tap, go, noch 30 Sekunden. Komm, macht euch lang. Tap, 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 Knee Lift. Mit dem Knee Lift bringt ihr euch in eine vollständige Aufrichtung. Das ist richtig, Scheitelpunkt zur Decke. Brustbein strahlt nach vorn. Gut. Komm, Leute, 2 haben wir noch. Tap. Letzter. Und danach wechseln wir. Tap. Up. Up. Single. Tap. Up. Genau, lass den Rücken immer schön lang. Kommt hoch. Hey, hey, hey. Schöne Idee. Ja, schöne, super gute Idee. Komm. Tap. Tap. Weiter. 15 Sekunden noch. Komm, streng dich an. Tap, tap. 2 haben wir noch. Tap, tap. One more time. Kurze Pause. Jetzt. Ha. Ich hoffe, euch geht's gut. Wollt ihr einen Schluck trinken, einen kleinen? Das machen wir jetzt. Sehr gut. Ich sag den mal. Prost. Hallo. So.
So, weiter geht's. Runde 2. So, immer schön auf leichtem Fuß marschieren. Ihr wisst, was kommt, ne? Squats, rechts und links. Auf geht es. Komm. Weiter. Schön weit nach unten. Wunderbar. Die Fußspitzen schauen immer leicht nach außen. 8 noch. 7. 6. 5 mal. 4. 3. Und jetzt, Leute, unten Double Time. Arme. Kurze. Macht euch ganz, ganz lang in eurem Rücken. Und wenn ihr mehr wollt, geht noch ein Stückchen tiefer. Oh, eieiei. Weiter. Die letzten. 4. 3. 2. Und stopp. Gut. Seitlich drehen. Einmal. Auf geht's. Komm. Schaut mal bei Verena, der Rücken ist hier richtig schön lang. Ja, also kein krummer Rücken, langer Rücken. Wie so eine Rutsche und der Kopf immer in Verlängerung der Wirbelsäule. Noch 7, noch 6, 5, 4 mehr. Gleich nehmt ihr nochmal den Seilzug und zieht ihn nach unten, Leute. Yes, komm. Setzt mal die Atmung ein bisschen mit ein. Immer dann, wenn ihr euch anstrengt, atmet ihr aus. Zack. Komm, 8 Stück haben wir noch. Noch 8. 7. 6. 5. Nur noch 4 Stück. 4. Die letzten 3. 3. Und 2. Einer mehr. Und einmal locker. So, wir halten uns gar nicht lange auf. Wir legen direkt los mit Runde 3. Okay? In 3, 2, 1, let's go. Komm. Tap, tap, tap. Ihr könnt die Arme auch noch ein bisschen intensiver mitnehmen, wenn ihr wollt. Ein bisschen Koordination. Lack. Das waren 15 Sekunden. Somit noch 30. Komm. Wandern. Höp, höp, höp. Nie. Höp. Komm, noch 15 Sekunden. Rück. 2, 3. Komm, 2 haben wir noch. 1. Der letzte. Die Pause, die sparen wir uns, sondern wir starten jetzt direkt an der Seite. Komm. Komm. Stopp. Lang. 1. Hoch. 1, 2, 3. Höp. Gut, Leute, kommt. 30 Sekunden mehr. Lang. 1, 2. Spürt ihr die Beine? Ja, ich ja. Du auch? Ja, und wie? Aber es ist eine gute Übung. Es sind natürlich alles gute Übungen, die wir hier machen. Aber ich finde, die ist so richtig gut. Komm. 2 haben wir noch. Und der letzte. Pause. Also, wenn das keine stramme Oberschenkel gibt, ne? Dann weiß ich auch nicht weiter. Squat. Im Wechsel, Leute. Wir beginnen. Komm, das ist die letzte Runde. Wenn ihr die Arme doof findet, könnt ihr sie auch hier in der Taille absetzen. Ihr entscheidet, macht es so, wie es passt. Komm, 15 Sekunden noch. 6 noch. Ja. 5 mal. Die letzten 4. 4. 3. 2 mehr. Und jetzt bleiben wir noch einmal tief. Kommt. Runter. Arme zur Seite. So, Leute, nicht schummeln. Oh, kommt. Da geht noch ein bisschen was. Kommt.
Tief. Und die Arme jetzt. Zieht, zieht, zieht. Wir ziehen die letzten Kammer. Nur noch 8 und 7. Nur noch 6. Jawohl. 5. Die letzte. 4. Oh oh. 3. Nur noch 2. Und relax. Macht euch bereit. Po zurück. Arme lang. Und auf geht's. Kleine, schnelle Fahrt. Lasst die Handflächen schön nach innen schauen. Kleine, schnelle. Bringt Spannung in eure Arme. Jawohl. Und den Seilzug. Auf geht's. Komm. 8, 7. Immer schön nachgreifen hier. 3 und 2 noch. Der letzte. Perfekt. Sehr gut. Den Block habt ihr geschafft. Weiter geht's mit der nächsten Runde. Ich hoffe, ihr seid noch hoch motiviert. Schnappt euch einfach schon mal die Matte, die legt ihr euch hin. So, passt auf. Du begleitest mich einfach. Okay, pass auf. Wir starten ganz entspannt mit einem engen Squat. Push mit die Schau nach vorn. Ihr geht tief und hoch. Komm. 1, 2, 3, 4. 5. Schiebt den Po richtig schön tief. Jetzt bleibt ihr tief und federt kurz. So, hier machen wir gleich keine Pause, sondern wir bleiben gleich hier und kommen von hier aus gleich in die Plank nach vorn. Ihr haltet, setzt die Hände nach vorn. Schultergürtel raus, zieht den Bauchnabel nach innen und tappt, tappt zur Seite, tappt, Seite, tappt, Seite, tappt, Seite, tappt, Seite. Weiter. Und die letzten. 8, 7, 6. Wenn es euch zu viel ist, schaut mal, dann könnt ihr natürlich auch am Boden lassen und von hier aus tappen. Bleibt in der Plank, haltet für 4, 3, 2 und die Füße ranziehen. Kommt nach oben. Oh Mann, Mann, Mann. Schwitzige Angelegenheit. Okay. Runde 2. Wieder Squats. Zeit beginnt. Jetzt. Komm. Verlagert mal das Gewicht richtig schön gleichmäßig auf beide Füße. Gerne ein bisschen mehr auf die Fersen. Zack. Wenn ihr oben seid, schiebt mal das Becken ganz leicht nach vorn. Wir haben noch 8 mehr. 8, 7, 6, 5 und die letzten 4. Kommt. Hier noch 3 mehr. 3. Machen wir noch. Okay. Seid ihr bereit? Unten fürs doppelte Tempo. Jetzt. Yes. Komm. Und zieht. Entspannt den Schultergürtel. Eure letzten. 4, 3, 2. Wieder nach vorne in die Plank. Haltet. So. Tapp zur Seite. Auf geht's. Setzt den Fuß langsam ab. Genau. Ganz gezielt Bauchnabel nach innen. Wenn es wie gesagt zu viel ist,
Habt ihr auch die Möglichkeit, hier auf die Knie zu gehen? Ja, ihr wählt eure Variante. Die letzten 15 Sekunden. 6, 5, macht noch 4, hier noch, und 3, 2, die Füße wandern wieder ran. Perfekt. Das war Runde 2. Seid ihr bereit? Runde 3. Ready? Let's go, let's go. Komm. 2. Komm. 3. 4. So, schiebt euch nochmal richtig schön weit runter. Kommt, Leute. Strengt euch an. 8 Stück noch in diesem Tempo. Noch 8. Nur 7. Sechs, fünf, die letzten 4. Hier mal mehr. Und drei nur noch, zweimal. Doppeltes Tempo. Let's go. Tief. Beide Füße bleiben fest. Federt. Jetzt noch 4. 3 mehr. Zweimal. Und in die Plank. Füße zurück. Steps zur Seite. Los geht's jetzt. Step und Step und Step. Jawohl. 1. Stabilisiert immer eure Halswirbelsäule. Also lasst den Kopf hier nicht fallen, sondern bleibt in der Halswirbelsäule stabilisiert. 8 Stück haben wir noch. Jetzt noch 8. 7. 6. Das Gute ist, ihr müsst gleich nicht mehr aufstehen. Ihr dürft hier unten bleiben. Achtung, kommt auf die Knie. Eieiei. Gut. So, Leute. Zu guter Letzt drehen wir uns auf den Rücken. So. Hast du das? Ja. Okay. Weiter geht's auf den Boden. Gute Laune. So, dann starten wir in der Rückenlage. Weiter geht's mit den geraden Bauchmuskeln. Und zwar legen wir los. Ihr bringt beide Hände nach hinten, streckt eure Beine nach oben und jetzt geht ihr vor und ihr geht zurück. Wenn euch das zu viel ist, lasst ihr die Füße am Boden, geht nach vorn und geht zurück. Ja, ihr entscheidet, welche Variante ihr mögt. 3, 2, 1, los geht's. Kommt vor, zurück. Kommt vor, zurück. Kommt vor. Wenn ihr nach vorne kommt, atmet auf. Nochmal. Die Arme ziehen. Und ruhig, ruhig. Zack. Weiter. Nochmal. Setzt die Füße ab. Sit up. Zack. Euer Tempo. 30 Sekunden. Ihr macht es in eurem Tempo. Mit der Kontraktion atmet ihr schön aus, zieht euch mit Spannung hoch. Kommt. 15 Sekunden noch. Noch 4, 3. Jetzt bleiben wir oben, schieben die Arme nach vorn und von hier aus zieht ihr kurze. Komm. Zack, zack, zack. Legt mal das Kinn auf der Brust ab. Nur noch 4, 3 mehr, 2, Pause. Das waren die geraden Bauchmuskeln. Wollen wir noch die schrägen? Ja, natürlich. Selbstverständlich bringen wir die Beine jetzt nach oben, so dass wir jetzt hier nicht in die Quere kommen.
gehen, ne? Ja. Und jetzt schaut mal, ihr schiebt im Wechsel. Zack. Ja, das geht. Verena hat gleich einen aufgeschürften Ellenbogen. Das ist nicht schlimm. Weiter. Weiter. Schiebt. Und. Oh, ich kann nicht. Genau. Zieht mal den Ellenbogen richtig schön nach oben. Wenn euch das zu viel ist, entschuldigt. Basic-Variante. Ihr zieht einfach das Knie bzw. den Fuß von unten nach oben. Ihr wählt eure Übung, so wie sie zu euch passt. Ja, die letzten kommt. Noch 8. 7. 6. Macht euch schön klein und holt mal die Bewegung schön aus eurem Oberkörper. 2 mehr. Der letzte. Ihr wisst, 2 Stück habt ihr noch vor euch. Aber dann ist auch schon wieder vorbei. Komm, also machen wir uns startklar und legen los. Zieh vor, zieh drück. Oh Gott. Mach's doch etwas schlapp jetzt, oder was? Nein. Nein, komm. Und zurück. Weiter. Oh, kommt und zurück. Gleich nochmal. Zieh. Nicht schrummeln, Verena. Verena schummelt. Ach, was? Okay, komm, Komm, wir schaffen noch 4 Stück. Los geht's. Komm, streng dich an. Ich weiß, es ist anstrengend. Aber es nützt nichts. Wir ziehen zusammen durch. Komm, bemüht euch. Eine noch. Euer Tempo. Jetzt ein bisschen schneller, wenn ihr mögt. Ihr könnt aber auch langsam weiterarbeiten. Tschüss. 15 Sekunden noch. 8. 7. 6. Habt ihr noch gute Laune? Na klar. 3. 2. So, bleibt wieder vorne und schiebt nochmal. Hatten wir eben auch. Ja. Ja. Kurze. Zieht, zieht, zieht. Noch 4. 3. 2. Fertig. Oh, herrlich, wenn der Schmerz nachlässt. Aber es sind ja keine Schlimmschmerzen, ne? Zum Glück sind es keine Schlimmschmerzen. Die gehen ja wieder weg. Das ist ja das Gute. Und sie haben ja auch noch was richtig Gutes. Also, zweite Runde. Seitlich. Genau, Füße oben oder unten, Zeit beginnt jetzt, komm, zack, zack, weiter, weiter, dreht den Oberkörper richtig schön ein und schiebt das Bein lang nach vorne, weiter, 15 Sekunden noch, komm Leute, zieht durch. 7 mehr. 6. Machen wir noch 4 Stück. 4-mal. 3. Der letzte. Pause. Eieiei. Okay. Das war Runde 2. Wolltest du schon gehen? So, Verena, fertig jetzt. Wir starten mit Runde 3. Komm, Leute. Zieh. Und hoch. Nochmal. Wir atmen schön. Die ist schon. Ist jetzt ganz schön voller die Übung. Aber sie ist gut. Komm, ihr habt wie gesagt auch die Möglichkeit, die Füße am Boden zu lassen. Ne? Wenn es euch so viel ist, lasst die Füße am Boden. Weiter. Die letzten. 4. Und 3 und 2, letzter, Sit-ups zur Mitte, auf geht's, 1, 2, 3, ganze Atmung mitnehmen,
und oben nochmal schieben. Komm. 1, 2. Lass die Schultern schön tief und Kraft nach vorne. Eure letzten. 4, 3, 2. Oh, stopp. Okay, letzte Runde zur Seite. Füße nochmal nach oben oder ihr lasst sie am Boden. In 3, 2, 1, auf geht's. Komm, 30 Sekunden ab jetzt. Wenn ihr das Bein hier lasst, ne, dann lasst es mal schön über eurer Hüfte. Holt mal die Bewegung ein bisschen mehr aus eurem Oberkörper. Noch 15 Sekunden. Komm, 8, 7, 6, 5, mach die letzten 4. 4 mehr. Noch 3, 2 und ihr habt es geschafft. Wunderbar, Leute. Streckt euch einmal kurz lang aus. Klitzekleines Stretching. Arme lang, Beine lang. Die Bauchdecke nochmal richtig schön in die Länge ziehen. Einmal, wenn sich die Bauchdecke nach oben anhebt und mit der Ausatmung wieder senkt. Okay, ihr macht Folgendes. Ihr stellt beide Füße auf, streckt einmal das rechte Bein nach oben zur Decke, umschließt den Oberschenkel, das andere Bein bleibt lang ausgestreckt, zieht das Bein in Richtung Brust, lasst die Ellenbogen und Schultern entspannt. Schön halten. Sehr gut. Und ihr wechselt einmal die Seite. Anderes Bein. Das Knie richtig schön in einer Streckung zu lassen, die Ellenbogen und Schultern entspannt. Okay, nehmt das andere Bein mit dazu. Beide Oberschenkel umschließen. Mädels, Beckenboden anspannen, einmal aufrollen, schopp. Oh, wir drehen uns noch einmal nach vorn, kommen in den Schneidersitz. Uiuiui, so schnell, sind 45 Minuten vorbei, unglaublich. Bleibt noch einmal hier, setzt eure Arme nochmal zur Seite, legt euren Kopf zur Seite, die Fingerspitzen lasst ihr hier schön nach außen wandern. Hat Spaß gemacht, ne? Macht eigentlich viel mehr Spaß in Begleitung. Sport zusammen. Macht doch mehr Spaß. Wobei nein, also solltet ihr jetzt, wahrscheinlich sind die meisten von euch zu Hause jetzt auch allein und es macht natürlich genauso viel Spaß. Aber man hat ja immer jemanden, der einen noch so ein bisschen mit antreiben kann, ne? Also ich habe nun keine andere Wahl, weil ich ja weiß, ihr guckt mir alle ganz genau zu. Aber oftmals ist es ja so, wenn man dann zu Hause denkt, oh, keine Lust mehr. Besteht ja die Gefahr, hin und wieder mal zu schummeln. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, ich kann durch die Kamera durchgucken und sehe, was ihr da bei euch zu Hause in den Wohnzimmern macht. Ist so. Spannend gewesen. Steht einmal auf mit uns. Gut. Kreislauf gut. Jupp. Gute Laune. Jupp. Ihr habt gut mitgemacht. Hat Spaß gemacht. Wir atmen nochmal tief ein und wieder ausatmen. Ihr Lieben, es hat Spaß gemacht mit euch. Schön, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und wir freuen uns schon sehr. Ich weiß nicht, ob ich nächste Woche alleine am Start bin oder in Begleitung. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss bald. Tschüss.